Moinsens und Servus. Willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Origins. Wir sind noch im Lager. Wir könnten mal noch mit ein paar Kollegen reden hier. Ja? Moin. Nun, ich bin hier. Was geht? Kennt ihr noch ein paar Natürlich. Gute Geschichten? Und ich liebe Geschichten viel zu sehr, um sie für mich zu behalten. Das hatten wir doch schon Jeder mal. Jeder sollte doch etwas von ihnen haben. Ja, das stimmt. Dunkle Brut, Aveline, bla bla bla, auch schon gut. Das hatten wir schon. Was geht bei euch? Habt ihr irgendwas Nices? Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ehrenhändler. Zeig ich bin mal. Mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Gesammelt. XD. So, das brauchen wir dringend. Lyriumtrank haben wir gut. Das sieht heftig aus. Gnade des Waldgeistes, so, so. So, ich bin mir sicher, wir können hier was verkaufen, ne? Was ist davon eigentlich das Beste? Ich nehme an das hier, oder? 12 Stärke. Ups. Kann ich ihn nicht dazu packen? Achso. Gehen wir nochmal zurück nach Dorf Redcliffe. Da war ich ja zuletzt. Ups. Was ist jetzt los? Neuigkeiten, Sir. Das Benorn verlangt, dass ihr von der Regentschaft zurücktretet. Es heißt, sie sammeln ihre Truppen, genau wie eure Verbündeten. Es wird wohl zum Bürgerkrieg kommen, trotz der dunklen Brut. Zu schade. Da wäre noch ein interessanter Bericht. Einige graue Wächter haben wohl Ostagar überlebt. Ich weiß nicht wie. Sie werden gegen euch vorgehen. Ich habe etwas vorbereitet. Eine Lösung. Mit eurer Erlaubnis. Die Krähen von Antiva entbieten euch Grüße. Ein Meuchelmörder? Gegen graue Wächter brauchen wir die allerbesten, Und die teuersten. Erledigt es einfach. Okay. Och nee, ey. Zweit, was soll denn die Scheiße? Nee, das wird nix. Da müssen wir zurück. Den muss ich woanders ausrüsten, oder? Ich habe sonst mit allen geredet. Sonst noch was, Alistair? Was benötigt ihr? Nur zu? Das hatten wir schon alles. Könnt ihr andere zu Templern ausbilden? Vermutlich schon. Aber ich möchte es nicht. Aha. Als die oberste Klerikerin erlaubt hat, dass Duncan mich rekrutiert, musste ich schwören, niemals ein Geheimnis der Templer zu verraten. Okay. Ich würde diesen Schwur nur ungern brechen. Nein, okay, dann werde ich das respektieren. Fragt mich später nochmal. Vielleicht ändere ich meine Meinung. Immerhin verlangt ihr da nicht gerade eine Kleinigkeit. Alistair stimmt zu plus eins, das ist ja nett. Jörg, was geht? Ah, scheiße. So, Gruppe sammeln und weiterziehen. Wen nehmen wir denn? Ja, wir nehmen Unbedingt. Jetzt Morrigan, Jörg und Alistair. Ja. Bei Jörg müssen wir noch unbedingt ausrüsten. Jetzt können wir aber uns richtig entscheiden. Dorf Redcliffe, da waren wir schon.
Lothering haben sie wohl platt gemacht, so wie es aussieht. Der Sucherpass. Karawane, Grenzbereich des Brazilianwalds. Ey, wir können jetzt echt uns aussuchen, wo wir hinwollen, ne? Es gibt halt hier echt... Also da waren wir, Schloss Radcliffe. Kerker Radcliffe hatten wir auch. Glaube. Ich glaube, wir gehen Richtung Elfen, oder? Was hält ihr davon? Brazilianwald. Karawane, whatever. So, jetzt kommt die Cutscene auf jeden Fall mit dem Meuchelmörder. Die haben wir ja gerade eben schon gesehen. Neuigkeiten, Sir. Das Benorn verlangt, dass ihr von der Regentschaft zurücktretet. Es heißt, sie sammeln ihre Truppen, genau wie eure Verbündeten. Es wird wohl zum Bürgerkrieg kommen, trotz der dunklen Brut. Zu schade. Da wäre noch ein interessanter Bericht. Einige graue Wächter haben wohl Ostergar überlebt. Ich weiß nicht wie. Sie werden gegen euch vorgehen. Ich habe etwas vorbereitet. Eine Lösung. Mit eurer Erlaubnis. Die Krähen von Antiva entbieten euch Grüße. Ein Meuchelmörder? Gegen graue Wächter brauchen wir die allerbesten, und die teuersten. Erledigt es einfach. Ja, sorry. Hab ich halt nochmal gehabt. LOL, aber... Das war jetzt interessant. Ey! Aua! Ja, toll. Alistair hat's erwischt, ganz toll. Nicht exakt. Get wrecked. Wo ist Michael? Er ist auch schon tot! Was soll denn das? Leute. Warum so schwer? Oh, Alter, ey. Bisschen automatisch speichern. Wir sehen uns gleich nochmal. Dann skippe ich das Ganze. Sammeln und weiterziehen. So, Jörg, Morrigan, Alistair, annehmen. So, Karawane, whatever. Da kann jetzt alles passieren. Filfe, ey. Ja, das bin ich. So, Morrigan, naja, du. Sehr gut. Wo kommen die denn von der anderen Seite her? So eine gute Crowd Control ist immer gut. So, du nimmst jetzt erstmal Wundumschlag. Scheiße, ich habe gar nicht eingekauft, ne? Naja, was soll's. Ups. So, das läuft doch besser. Das läuft doch besser. Wie geht's Jörg, meinem Ehrenmann? Das läuft jetzt gut. Dann räumen wir mal ein wenig ab. Entschärfen gescheitert, toll.
Ja, toll, dann. Sind die etwa zu heftig für mich, oder was? So, jetzt endlich, Jörg. Ich hab hier was für dich. Lederhalter. Was hast du da eigentlich? Du hast zwei Konstitutionen. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Komm. So, was nehmen wir denn hier? Das nehmen wir. Kriegsbemalung. Schärfengescheiter. Bin ich so bad? Ach so, wahrscheinlich. Das ist kein Talent von mir. Das sollte kein Problem sein. So, Jörg, jetzt siehst du richtig fesch aus. Wolfsfell, why the fuck Verstanden. Not? Wenigstens konnte ich die Fallen erkennen. Das ist immerhin etwas. Das sollte kein Problem sein. Wie ihr wünscht. Falle! Juckt. Schild. Die Gegend wird von Wölfen heimgesucht. Wer hätte es gedacht? So, dann wollen wir mal weiter. Ja, wir wollen weiter. Ne, warte. Achso, wir können die Gruppe nicht wechseln. Was ist das für eine Karawane hier? Genlock, interessant. Fluchte Kreaturen! Ich sollte mehr speichern, habe ich das Gefühl. Oh scheiße, das ist ein Magier, ne? Der muss auf jeden Fall weg. Ich hätte einkaufen sollen. Jetzt wirst du doch... Hallo, hast du überhaupt... Ach du Kacke, ey. Ist ja noch einer, ey. Wir können es vergessen, ey. Ja genau, schnapp ihn dir! Immer Lyrium hier. Meins ist das Bett. So. Das wird pretty close wird's. Es wird richtig close werden. Genommen machen. Sehr gut. CC muss kicken. Haha. Take this. Jawollo. Alter, ey. Alter, ey. Moin, moin. Was? Definitiv einkaufen. So, was habt ihr denn bei euch? Das sollte kein Problem sein. Was hat hier eigentlich? Was ist hier überhaupt passiert? Aha, toll. Ich glaube, das war so eine Quest, oder? Karawane wurde überfallen. Bergkristall. Können wir ja gucken hier, des Kantors. Karawane in Not. Ja, die Händler waren bereits tot. Kantors. Zum Kirchengremium zurück. Ja, okay, dann wahrscheinlich nach Redcliffe, ne? Dann werde ich dem Bescheid sagen. So, jetzt Lager. Die Verderbnis. Wie wollt ihr sie beenden?
Wir müssen gegen den Erzdämon kämpfen. Ist das alles? Er ist umgeben von einem Meer aus dunkler Brut. Wie wollt ihr ihn erreichen? Und wenn ihr dort seid, wie wollt ihr ihn dann erschlagen? Ihr sagt, ihr wärt ein grauer Wächter. Ich habe schon Geschichten über diesen Orden gehört. Was habt ihr denn gehört? Große Strategen und unüberwindbare Kämpfer. Das erzählt man sich von den grauen Wächtern. Bisher bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Ich bin noch neu bei den Wächtern. Wollt ihr diese Ausrede auch dem Erzdämon vortragen? Oder den Opfern, die ihr bis dahin fordert? Wow. Wow, kommt da einfach an und geht mir auf den Nerv. Was benötigt ihr? So, hier nochmal plus eins sammeln. Als die oberste Klerikerin erlaubt hat, dass Duncan mich rekrutiert, musste ich schwören, nie... Ich werde es respektieren. So, plus eins. So, jetzt wollen wir nochmal einkaufen hier. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Ich... Oh, her damit. Ich bin ein Alkoholiker, her damit. So. Max. Das ist gut. Zauberschutz. 87 Gold. Ja, genau. Ja, leck mit da am Arsch, du. Kirchenrobe. Ach, das ist die von Liliana, ne? Naja, die behalten wir mal. Vielleicht. Die kann aber weg, oder? Oder wisst ihr was? Weg mit dem Moch. Gegner kann das nicht ausrüsten. Es kommt wahrscheinlich noch für jemanden. Fallenauslöser. What? Interessant. Ja, die kann auch weg, oder? Das kann, glaube ich, auch weg. Das ist eigentlich nur hiervon, ne? Fallenauslöser, komm weg damit. Tiefenpilz, ja, keine Ahnung. Geht sonst noch was, Madame? Ja? Wenn es sein muss. Ach, schade. Ich will die doch kennenlernen. So, wir wollten in den Wald, ne? Jetzt sammeln wir aber mal richtig unsere Truppe. Wir nehmen an Jörg. Nee, Jörg nehmen wir jetzt nicht mit. Alistair kommt auf jeden Fall, Morrigan und ja, nehmen wir Stan. Liliana, tut mir leid, aber ich bin halt schon Schurke, deswegen... Ich habe früher viel mit Liliana gemacht, als ich das erste Mal gespielt habe. Und ja, mit Stan kann ich mich erinnern, den habe ich gar nicht erst gefunden. Also an dem bin ich vorbeigelatscht. Der war nie in meinem Team damals, das ist auch richtig witzig. Das ist richtig bitter gewesen. So, Grenzbereich des Brazilian-Waldes. Na toll, was kommt jetzt? Reisender. Wir brauchen Hilfe. Sie haben den Wagen überfallen. Bitte helft uns. Kommt mit, ich bring euch hin. It's a wrap. Wusste ich's doch. It's a wrap. Oh scheiße, ja. Meuchelman. Der graue Wächter stirbt hier! Lol. Die Magierin muss definitiv weg. Sehr gut.
Was ist mit Oregon eigentlich? Ah, das läuft ja richtig gut hier. F-Bahn. Hat du mich vergiftet? Keck du. Mach das mal von hier, genau. Lyrium-Trank, gönn dir. Blitz hinterher. Ich verstehe. Saugen wir mal ein bisschen Lebensenergie aus hier. Hier nochmal. Jawohl. Der elfische Meuchelmörder ist verwundet, bewusst am Leben. Du kannst ihn fesseln, verhören, wenn du möchtest. Ihn jetzt erschlagen. Ihn aufwecken und mit ihm sprechen. Was? Ich... Lief ja gut. Ich hatte gedacht, ich würde als Leiche erwachen. Oder gar nicht erwachen, was wahrscheinlicher wäre. Aber ihr habt mich noch gar nicht getötet. Es lässt sich rasch ändern. Ich möchte mich lieber ein wenig foltern. Ich habe da einige Fragen. Ich soll also verhört werden. Ich könnte euch einiges an Zeit ersparen. Mein Name ist Zephron. Zeph für meine Freunde. Ich gehöre zu den Krähen aus Antiva und mein Auftrag lautet, hier alle überlebenden Grauen Wächter umzubringen. Woran ich kläglich gescheitert bin. Was sind die Krähen von Antiva? Eine Gruppe von Meuchelmördern, natürlich. Aus Antiva. Ihr habt hier sicher noch nicht viel von ihnen gehört, aber wo ich herkomme, sind wir regelrecht berüchtigt. Seid ihr den ganzen Weg aus Antiva gekommen? Nicht wirklich. Ich war in der Gegend, als mir das Angebot gemacht wurde. Die Krähen kommen herum, müsst ihr wissen. Wer hat euch angeheuert, uns zu töten? Ein ziemlich schweigsamer Kerl in der Hauptstadt. Ich glaube, er hieß Loghain. Ja genau, so war's. Wie viel hat man euch bezahlt? Mir gar nichts. Aber die Krähen haben ein gutes Geschäft gemacht, soweit ich weiß. Ich bin also arm wie eine Kirchenmaus. Für Ehrgeizige ist die Laufbahn als Krähe aus Antiva nicht sehr verlockend, muss ich zugeben. Weshalb seid ihr dann eine? Abgesehen von einem völligen Mangel an Ehrgeiz liegt es wohl daran, dass ich keine Wahl hatte. Die Krähen haben mich als Kind gekauft. Ein Schnäppchen, wie sie mir versichert haben. Aber lasst euch von meiner traurigen Geschichte nicht ablenken. Die Krähen sind ganz in Ordnung und sorgen für Wein, Frauen und Männer, woran einem eben gelegen ist. Aber die Kündigungsbedingungen spotten jeder Beschreibung. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, beizutreten, solltet ihr euch das zweimal überlegen. Steht Loghain also loyal gegenüber? Ich kenne eure Zwistigkeiten nicht. Das Übliche, vermute ich. Ihr bedroht seine Machtposition, richtig? Davon abgesehen gibt es keine Loyalität. Ich wurde für eine Dienstleistung bezahlt. Wann solltet ihr ihn wiedersehen? Gar nicht. Im Erfolgsfall wäre ich nach Hause zurückgekehrt und die Krähen hätten euren Loghain informiert, wenn er es nicht bereits gewusst hätte. Wenn ich versagt hätte, wäre ich tot. Oder sollte es zumindest sein, soweit es die Krähen betrifft. Also kein Grund für ein Treffen mit Loghain. Wenn ihr versagt hättet? Was soll ich sagen? Ich bin eben ein eingefleischter Optimist. Obgleich die Erfolgschancen derzeit recht gering anmuten, nicht wahr? Nein, das findet ihr vermutlich nicht lustig, oder? Warum erzählt ihr mir das alles? Warum nicht? Fürs Schweigen hat mich keiner bezahlt. Ja, lol. Ich habe es allerdings auch nicht direkt zum Verkauf angeboten.
Seid ihr wenigstens nicht eurem Arbeit? Wurdet ihr etwa bezahlt, mir das Ohr wund zu reden? Das gibt's gratis als Dreingabe. Jedenfalls hätte ich euch nach Ende des Verhörs einen Vorschlag zu unterbreiten, wenn ihr ihn hören möchtet. Ich höre, aber fasst euch kurz. Es ist ganz einfach. Ich habe euch nicht getötet. Damit ist mein Leben verwirkt. Ende. Wenn ihr mich nicht beseitigt, machen es die Krähen. Aber ich lebe gerne. Und ihr hättet den Krähen etwas entgegenzusetzen. Also lasst mich ab jetzt euch dienen. Was sollte euch daran hindern, euren Auftrag später zu vollenden? Um ehrlich zu sein, meine Zugehörigkeit zu den Krähen war nicht gerade selbst gewählt. Sie haben mich als Kind auf dem Sklavenmarkt gekauft. Ich habe ihnen meinen Kaufpreis bestimmt 10-fach vergolten. Aber der einzige Ausweg ist jemand, mit dem sie nicht fertig werden. Selbst wenn ich euch noch töten würde, würden sie mich schon deshalb umbringen, weil ich beim ersten Versuch gescheitert bin. Da wage ich doch lieber mein Glück mit euch. Werden sie euch nicht nachstellen? Möglich wäre es. Nachstellen. Aber ich kenne ihre Methoden und kann mich schützen. Und euch auch. Nicht, dass ihr das nötig hättet. Und falls nicht, viele Möglichkeiten habe ich ja ohnehin nicht, oder? Wäre eure Loyalität mir gegenüber ähnlich tiefgreifend? Ich bin von Natur aus sehr loyal. Mhm. Das lässt nur dann nach, wenn jemand erwartet, dass ich wegen eines einfachen Misserfolgs gleich sterbe. Das ist doch kein Fehler, oder? Außer ihr wärt der Typ, der solche Dinge ähnlich handhabt. Oh Gott, in diesem Fall nicht. Hätte ich mir wohl gerade einen Bärendienst erwiesen. Was wollt ihr dafür haben? Nun, mal sehen. Am Leben bleiben wäre nett. Dann könnte ich euch auch ein wenig nützlicher sein. Und falls ihr irgendwann beschließt, keine Verwendung mehr für mich zu haben, würde ich gerne einfach gehen dürfen. Bis dahin bin ich euer. Wie klingt das? Warum sollte ich mich für eure Dienste interessieren? Warum? Weil ich viele Fähigkeiten habe. Vom Kämpfen übers Schleichen bis zum Schlossknacken. Ein Rivale. Außerdem könnte ich euch warnen, falls die Krähen von Antiva einen größeren Angriff versuchen sollten. Nach meinem Scheitern. Daneben kenne ich zahlreiche Witze, beherrsche 12 Massagetechniken und 6 verschiedene Kartenspiele. Und bringe jedes Fest in Stimmung. Nein. Also, gut. Ich nehme euer Angebot an. Was? Ja, sorry. Ihr wollt den Meuchelmörder mitnehmen? Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Den töten wollt Alistair, dann bitte, wir nehmen mich mit, weil ich... Ihr seid auch hier, oder nicht? Keine Sorge, er könnte sich als nützlich erweisen, überreden. Ist ja schon gut. Ich seh's ja ein. Dennoch, wenn uns die Verzweiflung auf der Stirn geschrieben stünde, hätte er gerade angeklopft und um Einlass gebeten. Guter Plan. Aber an eurer Stelle würde ich Essen und Trinken ab jetzt etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ein ausgezeichneter Rat, den jeder beherzigen sollte. Okay. Ich schwöre euch hiermit unbedingte Loyalität, bis es euch gefällt, mich davon zu entbinden. Ich bin euer Mann, ohne Einschränkungen. Das schwöre ich. Jetzt, wo wir zu den Elfen gehen, nehmen wir doch auch nochmal einen Elfen mit. Dann nehmen wir nochmal Zephran mit. Gute Idee. Morrigan ist auch dagegen? Ja, lol, alle sind dagegen. Hier bin ich. So. Oh? Könnte interessant werden. Worüber wollt ihr reden? Ich will, dass ihr geht, vergesst es. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man einen Meuchelmörder aufnehmen will. Aber ey, wenn es nach mir geht, ich will alle Charaktere mitnehmen. Man hätte ja auch die Wahl gehabt, man hätte ihn einfach umbringen können. Das sollte kein Problem sein. Aber ich bin einfach der Meinung, man sollte alle möglichen mitnehmen, eigentlich. Charaktere, wenn es geht. Einfach, weil man es kann. Wo geht's eigentlich weiter? Richtung Brasilienwald? Wahrscheinlich dort, ne? Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns den Dalish-Elfen nähern. Bis dahin, Leute. Tschüsseli!